Die Einstellung hier mit dem im Hintergrund kennt ihr und wisst, was das heißt. Eine neue Folge, komm ins Gym. Heute ist Justin am Start. Habt viel Spaß mit dem Video. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Heute wieder eine neue Folge, komm ins Gym. Diesmal mit Justin. Wir sind mal wieder im Hamburg Babel. Wir haben eben trainiert. Die Szenen gibt es jetzt für euch zu sehen und dann sehen wir hier uns wieder zu ein paar Fragen. Viel Spaß damit. Und da sind wir wieder zurück. Training habt ihr jetzt gesehen. Wir haben mal wieder ein paar Fragen gestellt auf Instagram, sowohl ich als auch Justin. Bevor wir darauf aber kommen, würde ich sagen, Justin, stell dich doch erstmal noch vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wer du so bist und was du so machst, und dann starten wir mit den Fragen. Gerne. Also ich bin Justin Sörensen, bin 26 Jahre alt, einer dieser Möchtegern-Powerlifter, bin dualer Student und komme aus Kiel. Ja, das müsste eigentlich jeder kennen. Ja, das reicht erstmal, denke ich. Ja, wie üblich, wir haben immer ein paar Fragen gestellt. Also das läuft immer so, dass ich und derjenige, der hier interviewt wird, die Fragen stellt. Da wurden wieder ein paar gestellt. Wir haben uns ein paar rausgeschrieben. Gucken mal, ob wir mit allen durchkommen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit natürlich Sportcontent. Wie bist du zum Sport gekommen, also zu Powerlifting? Und wie lange trainierst du generell schon? Ja, also ich habe 8 Jahre vorher einfach so Just for Fun trainiert, ein bisschen Disco pumpen, um im Max oder so gut auszusehen. Dann hat ein guter Kollege mich angesprochen, du bewegst ja eigentlich ganz gut Gewicht, auch beim Bankdrücken und so, und meinte, also willst du nicht Powerlifting machen? Hat er mir die Übungen mal so ein bisschen gezeigt, wie sie richtig ausgeführt sind. Und dann habe ich es versucht und dann meinte er, mach mal beim Wettkampf mit, dann habe ich die Norddeutsche Meisterschaft mitgemacht. Hat unglaublich viel Spaß gebracht, habe da auch Pascal kennengelernt und ja, dann seitdem mache ich das dann jetzt 2 Jahre lang ungefähr. Was war da so im ersten Wettkampf so, was ging da so bei dir von Gewichten? Ich habe 210 gebeugt, ich habe 150 gebencht und ich habe 240 gehoben. 93er da auch schon? Ja, ich glaube genau 600 müsste das ergeben, hatte ich beim ersten Mal, genau. Stabil, okay. Weil du gerade Max gesagt hast, ist das ein Laden in Kiel? Ja, das ist ein Disco dort. Ja, witzig, weil es gab in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg in Wedel gab es auch immer einen Max. Das war ein übler Ranzschuppen auf jeden Fall. bleiben wir beim Thema Gym und Training. Was war dein peinlichster Moment im Gym? Uff. Was war mein peinlichster Moment im Gym? In dem Augenblick fand ich es nicht peinlich, aber mittlerweile finde ich es peinlich. Da hatte ich so einen richtig heftigen, am Anfang hatte ja jeder so einen heftigen Stringer. Ich glaube, ich hatte einen von Zack Plus, der war halt so ein bisschen nur über den Nippel ausgeschnitten. Und den habe ich halt 24/7 so ein bisschen getragen. Ich glaube, das war der peinlichste Moment jetzt im Nachhinein. Ja, aber gut, du trägst ja auch jetzt noch Stringer. Ja, aber nur am Stringer Samstag. Okay. Aber sonst nichts, irgendwie nicht mal irgendwie, keine Ahnung, Hose gerissen, auf die Fresse gepackt.
mit der Hand auf der Brust verreckt. Wäre jetzt nicht peinlich, aber... Ich hatte mal einen Hexenschuss. Dann ja, musste okay. ich das Gewicht abwerfen, aber das war jetzt halt auch nicht so schlimm. Nee. Okay, was für Gedanken bringen dich vor einem schweren Lift in den Modus, wurde gefragt. Gute Frage. Vor meinen allerschwersten Lifts immer, also jedes Training, gucke ich eigentlich immer AMVs, das sind Anime-Motivationsvideos, wie man davon ableiten kann. Ist das wirklich eine offizielle Abkürzung? Ja. Okay. Meistens von One Piece oder von Dragon Ball, aber auch andere eher unbekannte Animes. Ja, das motiviert mich halt immer sehr. Und da halt irgendwelche Hauptszenen, sehr bewegende Szenen. Die Leute, die das kennen werden, wissen, welche Szenen ich meine. Okay, bleiben wir bei dem Thema vor schweren Lifts quasi, weil es geht um die Plattform und die Frage, wie ist es immer der Schönste auf der Plattform zu sein? Jetzt bin ich mal gespannt. angenehmer wäre der Stärkste auf der Plattform zu sein auf jeden Fall. Aber ja, was soll ich darauf antworten? Ich sag euch ehrlich, am liebsten würde ich jetzt offline gehen. Unangenehmes Gefühl auf jeden Fall, immer der Schönste zu sein. Sehr viel Druck ausgesetzt dadurch und dann immer noch zu verkacken, ist halt doppelt belastend. Apropos verkacken, was war da eigentlich bei eurem Mockmeet los, bei Pascal? Ja, also ich denke mal, wir haben uns sehr hohe Ziele gesetzt, Pascal und ich und Dario. Haben halt direkt beim Kniebeugen alle verkackt. Die Vorbereitung war halt eigentlich echt gut, die lief bei uns allen richtig gut. Das Problem war dann, der Stream lief halt nicht. Dann haben wir eine Stunde halt daran rumgebastelt. Dann mussten wir uns dreimal aufwärmen. Ich habe insgesamt viermal 170 gebeugt an dem Tag. Ja, ja. Und ja, es ist keine Ausrede. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob es drin gewesen wäre, wenn alles perfekt gelaufen wäre. Aber ja. Ziele sehr hoch gesetzt, aber das mache ich halt immer und das bringt dann auch voran. Ja. Ist man halt mal geknickt oder so, aber es gehört auch beim Sport dazu, finde ich. Ja. Ja, auf jeden Fall, definitiv, glaube ich, eine gesunde Einstellung und wie du es schon sagst, es kommt halt vor. Ne? Jetzt haben wir schon das Thema Anime angesprochen und das Thema Pascal. Da lässt sich die Frage ja ableiten, wer das größere Vorbild ist, Vegeta oder Pascal? Auf jeden Fall schwierige Frage, aber Vegeta kenne ich halt schon seitdem ich 10 bin oder so. Das gefällt mir. Deswegen, also da ist natürlich die Bindung dann größer geworden. Pascal ist auch nicht so richtig das Vorbild für mich. Pascal ist eher so, er ist halt einer meiner besten Freunde. Und dazu halt auch in gewisser Weise ein Konkurrent, auch wenn er noch ganz weit entfernt ist. Aber ja, auf jeden Fall dann doch auf Vegeta kommen würde. Ihr habt euch auch auf der Norddeutschen damals kennengelernt, genau. Oder? Genau. Mhm. Ja. Das ist eine geile Szene. Mein erster Lift, ich todesnervös, richtig Tada und alles gehabt. 190 hatte ich da ersten Squat. Pascal kannte mich gar nicht, kam zu mir an, haut mir erstmal einfach auf den Nacken rauf und meinte, du machst das jetzt. Und dann war es echt richtig geile Szene so gewesen, wie so ein Film. Also richtig auf Lauf aufgebaut. Sehr nice. Thema Vegeta. Haben wir eben schon angesprochen und da kam die Frage auf, wie sehr es dich eigentlich stört, dass Vegeta in den ersten Dragon Ball Z-Folgen die Stimme von SpongeBob hat. Also ich weiß gar nicht, was daran schlimm ist, weil SpongeBob ist halt auch eine richtig geile Comicfigur. Ja, die Stimme am Anfang war halt ein bisschen Trash, aber es geht ja um den Charakter und der Charakter von Vegeta ist halt mit Abstand der beste in Dragon Ball. Also ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Mochi? Oh, ja. Reagieren jetzt bitte, ne? Keine Ahnung hat der Typ. ja, also stört mich auf jeden Fall nicht und im Freezer-Arc, also danach ändert sich die Stimme natürlich zum Positiven. Ja, stört mich also nicht sehr. Kannst du also mit leben, sagst du? Ja. Okay. Spannende Frage, die fand ich echt spannend. Willst du mal einen eigenen YouTube-Channel starten? Also bin ich nicht der Typ für, kann ich direkt sagen. Also ich würde es halt nie machen. Ich denke mal, da gibt es halt so Charaktere wie Pascal oder so, die das richtig drauf haben, die so... Also ich bin ein sehr in mich gekehrter Mensch eigentlich, auch wenn ich manchmal nicht so rüberkomme und auch sehr mimiklos. Also ich wäre halt auch meiner Meinung nach nicht sehr spannend, außer halt mein Training, aber mittlerweile muss man, glaube ich, halt bei YouTube ein bisschen mehr aufbieten können, als schwer zu heben oder schwer zu beugen, um da erfolgreich zu werden und ich glaube nicht, dass das was für mich wäre, also hatte ich nie einen Plan dran.
Alright. Und abschließende Frage stellen wir eigentlich auch fast immer. Was so, wobei wir stellen sie so nicht immer, weil ich habe die noch ein bisschen erweitert. Was deine Ziele im Powerlifting sind für dieses oder nächstes Jahr, je nachdem wann der nächste Wettkampf ansteht. Und dann war eine Frage, kannst du danach dann ruhig darauf antworten, so Lifetime Goal oder All-Time Life Goal wurde es glaube ich genannt in der Frage. Aber machen wir erstmal Powerlifting. Alles klar. Wenn dieses Jahr noch etwas startet, was ich sehr hoffe, also BVDK-Leute, wenn ihr es seht, strengt euch ein bisschen an. 700 total, auf jeden Fall dieses Jahr, will ich unbedingt haben. Ich denke mal so, jetzt bin ich bei 670, 680, ich will das unbedingt schaffen dieses Jahr, weil Pascal dieses Jahr auch zu 100% 800 schaffen wird, muss ich auch 700 mindestens machen, weil das die Regel ist. Ich darf nur, also maximal 100 Kilo unter Pascal sein. Was ist sonst? Muss ich wohl mit Powerlifting aufwenden? Nee, keine Ahnung. wenn es erst 2021 ist, auf jeden Fall 300 heben. 250 Beugen Minimum. Bench 175 bis 180, denke ich, in die Richtung. Ja. Ja. Und Lifetime, also auf alles bezogen, Job. Ich denke, sowas gemeint. 800 total jetzt vom Powerlifting her. Muss ich irgendwann machen. In welcher Klasse, weiß ich noch nicht, ob ich nochmal in die 105er gehe oder nicht. Wenn Friedrich das sieht, ich weiß es noch nicht. Leben, halt erstmal mein duales Studium fertig kriegen, dann da Fuß fassen, dann irgendwie Lebenszeitbeamter erstmal werden, dann Haus, am besten sehr abgelegen, nah an der Familie dran und das ist so Lifetime Goal, würde ich sagen. Sonst habe ich eigentlich keine Ziele. Nice. Ja. Fein, das ist doch ein passendes Schlusswort. Ja, ich denke, das war es auch an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt an Justin, dann könnt ihr entweder das unten reinschreiben oder ihr folgt ihm einfach auf Instagram und schreibt ihn dort, falls ihr ihm noch nicht folgen solltet. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wer hier als nächstes Mal sitzen soll, wem wir als nächstes Mal ein paar Fragen stellen sollen. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace. Haut rein.